Hallo, heute will ich zeigen, wie man ohne das B&E Automation Studio sein Programm kompilieren kann. Dazu gibt es das Programm brasbuild.exe und das finden wir im Ordner von B&E Automation Studio. Unter AS390. Und darunter unter bin.de. Hier gibt es dann die brasbuild.exe und hier kann ich dann mittels Kommandozeilenaufruf das Programm kompilieren. In den Anführungszeichen gebe ich jetzt das Verzeichnis an zum Programm. Finde ich ganz leicht, indem ich hier mit Explorer öffnen sage, mir den Pfad rauskopiere und den hier einfüge. Das ist der Name vom Projekt, testprojekt.apj, und als zusätzlicher Parameter muss ich dann noch die Konfiguration angeben. Das mache ich mit dem Parameter C. Und meine Konfiguration heißt hier in der Configuration View Simulation. Das gebe ich hier an. Und jetzt kann ich kompilieren. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, wird der Compiler gestartet. Und ist kompiliert. Es gibt noch einen Zusatzparameter, der wo ganz wichtig ist, wenn ich zum Beispiel alles kompilieren will, dann gibt es noch den Parameter All, also der Rebuild, also alles neu erstellen, den ich auch über das Menü Konfiguration neu kompilieren erreichen kann. Wie wir sehen, funktioniert das Ganze auch. Es gibt noch Parameter, der heißt Build Mode. Da kann man Build, Rebuild, Build and Transfer, Build and Create Compact Flash angeben. Jedoch funktioniert das in dieser Version leider noch nicht so ganz optimal. Das heißt, wenn man hier einen Parameter übergibt, dann passiert nichts weiter oder es wird eine Exception ausgelöst. Also das wird vielleicht in Zukunft noch kommen, aber derzeit funktioniert das leider noch nicht. Aber es reicht ja erstmal. Man kann kompilieren und man kann das komplette Projekt neu erstellen, wie wir sehen. Ja, in diesem Video habt ihr gelernt, wie ihr ohne B&E Automation Studio über die Kommandozeile ein Programm kompiliert.